Lassen Sie mich das vielleicht so ausdrücken. Hallo, na? Mein Name ist Ingrid Zorzi. Und ich begrüße euch zu einem weiteren fantastischen. Einfach nur, damit wir es nachher nicht machen brauchen und schon mal abgehakt haben. Likes, Abos, Kommentare. Zwiebel, Tomate, Petersilie. Immer wieder gern gesehen. Der Shop ist erledigt, Leute. Komplett leer gekauft. Sogar die Spinne im Regal hat sich irgendwer gegönnt. Ist jetzt natürlich nicht alle, aber es war wie gesagt und angekündigt ein limitierter Drop. Wir haben unglaublich viele Bestellungen, es war ein voller Erfolg und auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und vielen lieben Dank für alle, die jetzt nicht mehr oberkörperfrei rumlaufen müssen. Einfach scharf. Und keine Angst, nächster Drop ist schon in Arbeit. Bereitet euch vor, ich sag's auf jeden Fall an. Ihr werdet es wie immer nicht mitkriegen. Ja. Ach so, neues Video auf dem dritten Kanal, Seth for Fun, ist by the way auch raus. Ich habe sie für eine Kontrolle angehalten. Oh, schreit ihr nicht so an, Alter. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ich sag nur so, ich lass echt meine Tierliebe spielen. Wer erinnert sich noch an The Man from the Window? Mama! Ja, mit so thicken Tieren, alles ein bisschen weird, aber eine coole Idee prinzipiell. Und derselbe Entwickler hat jetzt The Worm in the Curse rausgebracht. Cool. Soll noch ein bisschen intensiver, ein bisschen länger und ein bisschen thicker sein. Oh. Und das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Na gut, dann eben nicht. Ach, Quatsch. Als ob ich mich aufhalten lasse. Als ob irgendwer Seth stoppen würde. Hi! Sind Sie das Schwein in dieser Geschichte? Ich meine, hallo Hannah, oder wie man bei Ihnen sagt, oink. Sie wollten mich sehen, Mr. Vermander, Sir? Jo, heute nicht mit Tieren, oder sind wir dem Zoo entkommen? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott! Es ist der vierte der drei Musketiere! Hannah, warum sind die Profite in diesem Monat nicht so hoch wie im letzten? Ich habe mir dieses Dokument von vorhin angesehen, was du mir gegeben hast, und ich merke die Zahlen darauf nicht. Ich hätte da ein Radiergummi. Sie haben den Wert erhöht, wie viel sie spenden müssen, um weniger Steuern zu bezahlen. Erinnern Sie sich, Sir? Was haben die gemacht? Seit wann? Ich habe sie die letzten 8 Monate daran erinnert. Oink. Aber es ist okay. Sie haben immer noch genug Geld gespart, um damit der Unterschied nicht so groß ist. Verdammt nochmal, Gott sei mein Zeug, ich wurde betrogen. Niemand widersetzt sich J.P. Vermander. Das klingt wie irgendwie jemand aus dem Harry Potter-Universum, Alter. Er holt gleich seinen Zauberstab raus, aber nicht so, wie ihr denkt und nicht so, wie Hannah denkt. Aber Sir, wo habe ich nochmal mein hart verdientes Geld hingespendet? Ans Krankenhaus, Sir. Was für ein Krankenhaus? Das einzige in der Stadt. Die haben die Nerven, mich um mein Geld zu betrügen. Okay, ich weiß, wie ich diese Situation handle. Bereite das Ritual vor, Hannah! Und bring mir meine Roben. Das Ritual? Mr. Vermander, bitte! Das macht man doch nicht! Okay, ist nur 1% Unterschied im Profit zum letzten Monat. Ja, ja, ist ja schön und gut, Hannah. Aber ich hab dich nicht gefragt. Oh, roasted! Alles klar. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Sag mir Bescheid, wenn alles ready ist. Okay, Sir. Mr. Worman, das ist einfach so grundsympathisch. Für den willst du gerne eine Sekretärin sein. Okay. Ich bin jetzt im Krankenhaus. Schätze ich einfach mal. Oh mein Gott, okay. Alles klar, alles klar. Es ist eins dieser Spiele, ja? Krankenschwester Morton, Junge. Oder Krankenbruder, Digga. Hallo? Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich höre sie. Geben Sie mir eine Minute. Also, die hat Ohrringe, Digga. Oh Gott! Oh, es ist ein Ameisenbär. Eine Ameisenbärin, Alter. Die kann mit ihrer langen Nase erstaunliche Dinge vollführen, Morton. Alter, pass mal gut auf, Dr. Eder. Ja? Hey, hallo, Dr. Eder. Huh? Er hat sie an den Brüsten angesehen. Wer fragt? Fantastisch, ich bin Morton hier, der Krankenbruder, Digga. Ich hab hier Transfer-Requests, ich soll jetzt hier arbeiten oder so ein Scheiß. Wovon redest du? Hä, wissen Sie das nicht? Also, Sie haben doch bestimmt die E-Mail gelesen. Der ist engagiert von Mr. Vermin, Alter. Von JP, Alter. Und zwar nicht Performance. Wir haben hier kein Internet. Sonny Boy. Nur eine gute alte Satellitenverbindung. Hatten wir, aber jetzt auch nicht mehr. Oh, sehr gut ausgestattet auf jeden Fall. In deren Hände möchte ich meine Gesundheit legen.
Ja, bla 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 bla. Ich bin ganz Ohr und so. Also, Patient, also darf er jetzt doch anfangen, oder? Also, die ist nicht vorbereitet, der hat sich bestimmt nicht angekündigt. Das ist alles inszeniert, würde ich sagen. So, Lang Boyd ist in Raum Nummer 5A. Der hat irgendwie Rückenprobleme. Dann Tammy Giles ist in Raum 7A. Zähne ziehen, okay, wir machen halt auch alles, Alter. Eierlegende Wollmilchsau der Krankenhäuser. Und Jane Doe, Handverletzung. Alles klar. Next Dosage, achso. Die kriegen immer zu einer bestimmten Zeit Medizin, Raum 3A. Verstehe ich. Also darum musste ich mich jetzt kümmern, so als Krankenbro, oder was? Könnte ich nicht den Computer benutzen? Nein. Auch schön, dass wir darüber gesprochen haben. Alles klar. Oh mein Gott, ey. Die Körperform, Junge. Das Wartezimmer ist da. Gibt dazu nicht zu viel zu sagen. Die Magazine da drin sind älter als ich. Sehr schön. Ich mag den Humor. Ich mag, dass das alles so weird und komisch ist, ey. Ich finde das interessant. Gell. Der hat das alles animiert und so. Ich weiß nicht warum, aber es ist cool irgendwie. Das hat so was Eigenes. Wir haben 8 Zimmer. 3 sind besetzt und der Rest nicht. Mr. Lang Boyd, Nummer 5A. Dort hier, da wo sie gerade vorbeiläuft mit dem Kopf. Rückenbeschwerden. Okay, wir haben den wieder hingekriegt. Tammy Giles, Raum 7A, hier wahrscheinlich direkt um die Ecke. Zahn gezogen und so weiter. Wir haben hier ein paar von dieser altertümlichen Medizin. Verpasst. Was jetzt, Alter? Einfach 3 Packungen Beruhigungsmittel oder was? Dann hält die wenigstens ihr Maul, sonst labert ihr immer alle zu. Wir haben es unter dem Waschbecken versteckt. Sie ist ein bisschen weggetreten für eine Weile, aber ist alles gut gegangen. Und da ist eine Frau in 3A. Die Arme. Die hat sich irgendwie im Job die Hände verletzt, irgendwie reingeschnitten oder so. Ihr Boss hat sie hergeschickt. Wir konnten ihren Namen nicht ausfindig machen, deswegen habe ich einfach Jane Doe geschrieben. Die sind alle nicht versichert, oder was? Die scheren sich auch gar nicht darum, Geld zu bekommen von irgendeiner Versicherung, weil die haben ja das von Vermister. Wie heißt der? Vermander. Ach, was weiß ich, wie der heißt. Ah, ein Mysterium. Ich frag mich, wer sie ist. Wir sind dafür bekannt, nicht zu viele Fragen zu stellen, hier, Mr. Morton. Wir sind hier, um zu helfen. Ja, verstanden, Doktor. Aber wen von denen spiele ich jetzt? Die Ratte, oder? Weil es ist doch irgendwie der Böse. Wir haben 2 Badezimmer und einen Operationsraum. Und sowas wie eine Küche. Sowas wie. Die Lichter hier funktionieren nur die Hälfte der Zeit. Medizin-Nachfülldings ist im OR. Was ist? Operations Room quasi. Im OP, ja? Aber die meisten Flaschen sind leer. Okay. Dann scheinen die Spenden ja doch nicht so zu reichen. Und da ist niemals etwas im Kühlschrank. Also solltest du da nicht nachgucken. Das ist ein Satz, den ich bemerken sollte. Da ist bestimmt irgendwas drin. Also funktioniert irgendwas in diesem Krankenhaus so wie gedacht? Naja, nicht wirklich. Aber das war alles. Lass uns wieder nach vorne gehen, dann kannst du das unterschreiben für deine erste Schicht. Okay, alles klar, let's teleport. Ich bin ja mal gespannt, was das Gameplay sein soll. Okay. Ich würde vorschlagen, sie suchen sich selber raus. Warum? In der Zwischenzeit... Ach so, sie sucht es selber raus und in der Zwischenzeit mache ich die Runde und sehe nach dem Patienten. Genau, so sieht sie nämlich aus. Alright, alles klar, ich verstanden. Ach so, nee, doch umgedreht. Er sucht sich selber raus, ich gucke nach dem Patienten. Also ich spiele die Doktorin. Ich bin voll okay, Alter. Ich bin alt und bin äußerst gut, also unterwegs, ja? Auf der ausladenden Ebene und, jo. Genau, alles klar. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn ich hier den Würmester spielen würde. Oh Gott. Alright. Hi. Na, alles senkrecht? Wie geht's denn? Okay. Die Hand ist gut, ja? Sie wird nachwachsen. So gut wie neu. Ja, das ist halt ein Oktopus, ne? Wächst denen nicht was nach so? Ich glaube, die funktionieren irgendwie so. Okay, ich sehe später nach. Ruhen Sie sich erstmal aus. Ja, ist ja gut. Ich darf nicht aus Versehen mehrfach klicken. Kann ich nicht offen lassen? Ich weiß, ich habe das Gefühl, irgendwie den... Passiert irgendwie was. What the... What? Oh
mein Gott, was ist denn hier? Alter, meine Nase. Hi. Sie sind sehr nett, ne? Ist alles klar hier? Hier, mir geht's gut, Doc. Ich könnte hier rausgehen jetzt. Der hatte was mit den Zähnen, oder was? Er kann doch nicht mal lachen, ohne dass es ihm wehtut. Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Der ist vom Dach gefallen? Was ist der? Ah, nee, der hat's mit dem Rücken. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, ich kann jetzt was connecten, aber nee, so einfach ist es nicht. Jasmine Boyd ist seine Frau. Okay, geben Sie dem was, um seinen Mangel an Common Sense irgendwie wiederherzustellen. Alles klar. Sorry, aber da können wir Ihnen leider nicht helfen. Okay. Gehen Sie es ruhig an. Ich komme später wieder. Bleiben die Türen bleiben erstmal offen. So 7a war noch jemand. Okay. Vom Planeten Sorg, Alter. Das ist ein Axolotl, Alter. Oder? Digga. Wie geht's Ihnen? Ach so, Sie hatten Sand verloren. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, Dr. Ida. Sind Sie wieder zu sich gekommen? Nee. Ey, die ist voll weg, Alter. Das Zeug ballert richtig rein. Okay, ich gebe Ihnen einen Moment, um wieder klar zu werden. Alles klar. Ich gehe jetzt zurück zu Mr. Morgan. What? Oh Gott. Dr. Ida. Das Telefon klingelt, seit Sie wechseln. Ich bin rangegangen. Okay, der Anrufer hat irgendwas von Ritualen und Dämonen und sowas gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Ist der doch nicht von dem Typen geschickt? Sie sollten sich die mal anhören. Oh, das war die Hannah, die hat uns gewarnt, oder? Okay, immer ist irgendwas. Das Ritual. Okay, jetzt wird's langsam spannend. Ich muss bestimmt die Patienten irgendwie beschützen oder so. Honey, beruhig dich doch mal. Das macht alles keinen Sinn. Bitte, Sie müssen da raus, sofort. Mein Boss hat einen Dämonen beschworen. Sie sind alle in Gefahr. Für wen arbeiten Sie nochmal? J.P. Vermander, Madam. Wer ist das, Doktor? Irgend so ein reicher Typ aus der Stadt. Okay. Ja, der Immobilienbesitzer, viele zahlen an ihn Miete, deswegen ist er halt vermögend und so. Ich kenne die Details nicht, aber es gibt einen Blutpakt und einen Dämonen und Fluren und so ein Zeug. Sie müssen jetzt weg. Wenn die Uhr 10 schlägt, werden sie das nicht mehr verlassen können, da das Krankenhaus. Okay, das sind weniger als 2 Minuten. Wow, die ruft echt pünktlich an, ne? Okay, wir müssen hier raus und zwar schnell. Verdammt nochmal. Das ist ja aufregend hier für meine erste Schicht. Aber okay, ich bin dabei. Kann ich der Situation irgendwie behilflich sein? Okay, sie sieht in irgendwelchen... Also Hannah sieht in irgendwelchen Büchern nach, irgendwelchen Tagebüchern. Okay. I've read if you can make it to sunrise, the demon will leave. Also ich muss quasi... Ist ein Survive the Night Game. Ich muss bis morgen früh, bis die Sonnenstrahlen das Fenster erreichen, sozusagen durchhalten. Und dann geht der Dämon weg, weil dann... Er hat ja nur Nachtschicht da. Irgendwann ist auch mal Feierabend. Alles klar. Es gibt ein paar einfache Regeln, die sie folgen müssen, um sich selbst zu schützen. Zum Beispiel... Jede Stunde bis Sonnenaufgang wird der Dämon den Ort betreten, wo er beschworen wurde. Nearest hallway in search of... Er wird nach Blut suchen. Und zwar im nächstgelegenen Flur. Spezifischerweise dein Blut. Okay, da kann nicht Türen öffnen, also soll ich sie geschlossen halten? Das beantwortet die Frage von vorhin. What room are you both in right now? Wir sind, an der Rezeption. Okay, wir müssen uns schützen und die Patienten auch. Okay. Wenn der Dämon ankommt, sollen sie sicherstellen, dass sie alle im selben Raum sind, wie als das Ritual angefangen hat. Wenn irgendwer nicht da ist, wird das der Dämon wissen. Okay. Closing the doors won't stop it. Also wenn er kann nicht Türen öffnen, außer er weiß, dass da jemand drin ist. Okay. Wenn sie bereit sind, kann ich ihnen sagen, was passiert oder was sie zu erwarten haben, wenn die Uhr 10 schlägt. Okay, krass, aber...
Also, ich muss einfach aushalten, oder? Aber ich kann. Warum bleibe ich dann nicht hier? Ich verstehe es nicht ganz. Okay, sag mir, was du weißt. Okay, was als erstes passieren wird? Ach du, der Dämon beobachtet die ganze Sache hier durch die Fenster. Okay, der wird sie öffnen. Oder das zumindest versuchen. You kinda need to close any and all windows before the hour is up. Ich muss alle Fenster schließen als Vorbereitung. Eines muss aber offen sein. Achso, wenn eins offen ist, wird der Dämon stärker. Alles klar. Und das willst du nicht. Alles klar. Alle Fenster zu. Okay. Stay on the line just in case you need me to repeat something. Good luck and please be careful. Okay, alle Fenster schließen und in einer Stunde wieder hier sein. Die Zeit läuft, richtig? Ich weiß gar nicht, wo die Fenster sind. Läuft die Zeit? Die Zeit läuft, okay. Ich habe nur eine gewisse Zeitperiode, um alles zu schließen. Also das Fenster hier ist zu. Nein, ich kann's. Das ist alles zu, ne? Die Fenster sind doch aber geschlossen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas hier. Oh, das muss zu. Okay, alles klar. Bathroom? Ist hier ein Fenster? Nee, ist es nicht. Damn, Alter. Irgendwie macht mich das nervös. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier nicht so richtig den Durchblick. Aber das wird mit Sicherheit auch jede Stunde schwerer. Und dann sind immer irgendwie mehr Fenster offen. Right? Ich bestimmt sagen, okay. Hier nichts. In der Küche ist auch kein Fenster. Oh, ach, die Patienten brauchen auch Medizin, ne? Oh nein, Pain Meds. Pick up Meds, don't pick up. Um 2 Uhr. Okay, warte, ich muss checken. Oh Gott. Okay, Tür zu. Komm, Tür zu. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ich bin mir nicht sicher, wie weit die Zeit hier fortschreitet. Moment. Okay, das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Hier ist kein Fenster. Ich mache trotzdem mal die Tür zu und guck mal hier auf den Plan. Weil sie brauchen ja auch alle. Um 1 Uhr braucht Jane Doe ihre Meds. Und um 2 Uhr Lang Boyd. Alles klar. Das muss ich mir unbedingt merken. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles geschafft, richtig? Sollte ich zumindest. Ich hoffe, ich kann hier die Tür mal zumachen. Und befinde mich hier wieder im Hauptraum. Und hier soll ich ja auch sein. Ich weiß nicht, ob die Uhr dann schneller geht in der nächsten Zeit, aber ich habe gehört, das Spiel ist schwierig. So, mal schauen. Okay. Ach, die Uhr schlägt 10. Nee, das ist gar nicht die nächste Stunde. Wann ist denn Sonnenaufgang? Also wie viele Stunden müssen wir denn durchhalten? Frage ich mich. Bis um 6 oder so? Ist ja irgendwie öfters so. Ich habe das Gefühl, ich höre irgendwie was. Oh Gott. The time was 11 o'clock. All the windows had been closed. Und dann ist es angekommen. Okay, ich bin richtig aber, oder? Ich sollte weg vom Fenster! Okay, alles klar. Okay, er ist wieder gegangen. Die erste Nacht habe ich überstanden. Alright. Und wie geht's jetzt weiter? Hannah ruft wieder an. Okay, jetzt, was als nächstes passiert. Irgendwas mit den TVs. Oh, da kommt immer eine Challenge dazu. If we turn on any TV, it can manage to gain access to. Okay, es kommt doch durch den Fernseher. Das heißt, ich muss alle Fernseher ausschalten. They never show anything besides static once it takes control. But that's still bad. Wenn er Kontrolle hat über den Fernseher, dann ist er nur Statik, aber das ist auch schlecht. Just turn the TV off. Okay, alle Fernseher aus, alle Fenster schließen. Alles klar. Don't leave any TVs that it's controlling on. Alles klar. Doktor, Sie sehen müde aus. Bin ich ja auch. Lassen Sie mich das handeln. Sie sollten sich ausruhen. Ich war aber auch hier, ne? Das ist halt so ein Trick. Hier gibt's doch bestimmt keinen Fernseher. Okay. Ich darf nur die Medizin halt nicht vergessen. So. Fernseher ist aus, richtig? Oh, da muss ich dann direkt in die Räume reingehen. Oh, die Perspektive ist anders. Das ist weird. Der Typ ist übel groß.
Gibt es einen Fernseher auf der Toilette? Und wenn nein, warum nicht? Das ist schon doof. Okay. Das müssen wir wieder zumachen. Ich kann die doch ins Boot holen. Ich kann ihnen doch eigentlich erklären, was hier los ist, oder? Ich habe keinen Fernseher gesehen, der irgendwie an ist. Bis jetzt? Bäh. Hier. Aus. Okay. Nichts ist, Alter. Auch wenn ihre Lieblingssendung läuft. Da können sie mit den Zähnen fletschen, wie sie wollen. Mr. Boyd. Mir ist alles okay. Oh Gott! What the happened, Alter? Warum ist es so dunkel? Ich weiß es nicht. Da gehen merkwürdige Dinge vor sich. Okay. Ich gehe zurück. Wo ist sie denn? Digga, ich weiß nicht, wo sie ist. Oh Gott. Oh Gott, what? Okay. Sie war in dem anderen Raum. Stimmt. Soll ich nochmal alles kontrollieren? Ich glaube nicht. Ist doch okay jetzt. Ich gehe mal zurück. Mach die Tür zu. Nur! Nee! Uff! Okay, wie spät ist denn? Es ist halb. Ich hab noch ein Weilchen. Aber ich habe doch eigentlich alles gemacht, oder? Tammy kriegt nix. Das ist der Oktopus. Weil da wächst ja alles von selber. Hier ist kein Fernseher drin. Es könnte ja sein, dass da oben einer an der Decke hängt oder so. Nee, ich glaube, ich habe alles gemacht. Ansonsten fange ich wieder ganz von vorne an, oder was? Ich habe leider keine Ahnung, ob ich hätte irgendwie das nochmal checken müssen. 12 Uhr. Alle Fenster sind zu. Alle Fernseher sind aus. Nee, der macht die nicht nochmal. By this point, the pain meds given to Mr. Langboyd earlier in the day had started to wear off. Was? Aber es ist doch noch gar nicht so weit. Ich dachte 1 Uhr. Nein. Nein, ich hätte sie ihm geben müssen. Oh, da holt die sich jetzt, Alter. Oh, shit. Oh, Gott. Die werden weggespeist einfach. Tim! Tim! On the day of his accident, Langboyd's mind was not on the potential consequences of his actions. Oder gehört das zur Geschichte? What? His mind was instead on how happy his wife and children would be after he cooked their favorite dinner. Der hat daran gedacht, den Essen zu machen, bla bla bla. What? Die sterben alle nacheinander, ne? Das soll sein. Der holt sich die, weil das alles nicht nach Plan läuft. Okay. Okay, was war das für ein Geräusch? Sag mir, sie haben nicht irgendwie was vergessen. Sie können diesem Ding nicht mehr Schaden erlauben zu machen. Bitte, versuchen Sie sich zu fokussieren. Okay, was jetzt passiert? Der Dämon wird von den Lichtern die Energie absaugen, um da Zugang zu kriegen. Okay. You know it's inside a room trying to siphon power when the lights start flickering. Okay, wenn Licht irgendwo flackert, dann muss ich was machen? Enter the room, close the door and shut your eyes for a few seconds. Okay, wie mache ich denn das mit den Augen? Wie kann ich denn meine Augen schließen? Alles klar. Verstehe. Okay, plus Fernseher plus Fenster. Es kommt immer was dazu. Gut. Wie kann ich denn... Okay, ich kann mit Space. Mit Space kann ich die Augen schließen. Für ein paar Sekunden. Okay, alles klar. Ich habe eigentlich hier genug Zeit für alles. Oh, Fernseher ist aus. Licht flackert nicht. Fernseher ist aus. Licht flackert nicht. Alles easy. Fernseher zu. Licht flackert nicht. Fenster zu, nicht Fernseher zu. Im Badezimmer? Warte mal. Flackert auch nicht? Okay, ist zu. War ich hier schon? Hier war der Oktopus. Nee, hier war... Wait, hier war... Hier war auch niemand? Okay. Fernseher ist an. Ist jetzt aus. Noch kein Licht flackern gesehen. Fernseher ist aus. Ich hoffe, ich habe alles. Wo ist denn die Frau schon wieder? Oh, ich muss die finden. Oh Gott.
Okay. Hier bewahren Sie Ihren gemahlenen Käse auf. Gehen Sie nach Hause, Honey. Ja, ja, komm. Geh dahin. Gott. Der läuft halt immer rum und ich muss die finden, ist das Ding. So. Soll ich mal die Medizin nehmen? Pick up the meds. Okay. Dann hab ich schon mal was. Weißt du, was ich meine? Die ist jetzt hoffentlich in ihr Häuschen gegangen, richtig? Also in ihren Raum. Okay. Ist alles safe. Hier flickert halt nichts. Passiert es nicht? Ist es ein Zufall? Habe ich einfach Glück? I don't know. Nö. Sieht alles gut aus. Ich wollte jetzt hier mal irgendwie extra sicher gehen. Okay, weil ich habe ja auf jeden Fall die Zeit. Okay, gut. Es ist jetzt... Ah, es ist kurz vor 1. Um 1 brauche... Jane Doe. Jane Doe braucht um 1 die Medizin. Oh Gott. Oh Gott, warte mal. Der Oktopus. Das ist nicht der Oktopus. Ist es der Oktopus? Hier. Okay, ich hab's ihr gegeben. Zurück. Okay, ich hab's ihr gegeben. Das war doch richtig, oder? War sie das? Oder war das die Tammy? Nee, Tammy war das mit dem Zahn. Alles klar, das war das Axolotl-Ding. Alright. Hier flickert auch nichts. Es war 1 Uhr. Die Fenster sind geschlossen. Fernseher sind aus. Nein! Wo denn? Wo ist denn das? Bei der Rezeption? Darauf habe ich nicht geachtet. Wait. Der Dämon ist stärker jetzt. Was heißt denn das? Das heißt, die Zeit geht schneller um? Oh oh. Okay, was jetzt passiert? Okay, auch wieder irgendwas mit dem Strom. Telefon. Alles klar. Wenn das Telefon klingelt, dann... You need to pick up the phone and listen. Alles klar. Anything on the other end. Your presence is not welcomed here. You must depart immediately. Das soll ich sagen. Okay, alles klar. Das wird mir vielleicht als Text irgendwie vorgegeben. Alles andere scheint so geblieben zu sein, richtig? Warte mal. Habe ich nicht noch irgendwie... Ich habe, glaube ich, einen Raum vergessen. War ich schon in dem OP-Zimmer? Ich bin mir nicht sicher. Die Lichter hier sind doch aus, richtig? Hier ist das Fenster offen. Verdammt nochmal. Ich muss mir die Lichter ganz genau angucken. Ich habe irgendwie... Ah, oh Gott! Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich das nicht sehe sonst. Okay, die schicke ich gleich wieder zurück. Passt schon. Komm, hier zu. Hier klingelt das Telefon. Listen closely. You don't hear anything from the other side. Ich sag das Mantra auf. Es lacht. Ich weiß nicht, warum ich da gerade die Wahl hatte. Ich weiß auch nicht, warum hier die Tür offen ist. Ich sag grad nichts. Alles gut. Können wir nicht die Lichter ausschalten? So, just saying. I don't know. Gut. Ich glaube, ich hab's sonst. Achso, hier ist der Operation. Achso, hier. Warte. Ich hätte das sehen müssen, richtig? Hier war's. Das ist der OP-Raum. Okay, es flackert nicht mehr. Lass mich mal ein bisschen zurück, ey. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gemacht. Es war nur ein Telefon, was ich gemerkt habe. Schätze ich einfach mal. Was passiert aber, wenn der Dämon stärker wird? Weil ich habe immer noch Zeit. Ich könnte sogar fast nochmal alle Räume checken. Die Frau mit der Zahnlücke, die kriegt gar keine Medizin. Den Fuchs, den hat es zerrissen.
Und Jane hat ihre Medizin bekommen. Ich glaube, das war's also. Hier ist alles okay, da war eh immer Licht aus. 2 Uhr. Alle Fenster zu. Alle Fernseher aus. Kein Licht flackert. Was? Weil er nichts gesagt hat, oder was? Ach so. Ich dachte, ich muss in jedem Fall... Oh nein. What? Der holt sich ja einen nach dem anderen, aber die kriegt doch... Die kriegt doch ne... Wait. Um 2. Nee. Ich hab ihr doch was gegeben. Hä? Das check ich nicht. Okay, jetzt holt er sich sie auch. Oh nein. Okay, das ist großer Mist. Ich hab nur noch ein Leben, richtig? Damn, Alter. Okay. Konnte niemals ihre Familie wiedersehen, bla bla bla. What? Bin ich so blöd? Habe ich das nicht richtig gelesen? Nee, ihr habt ja doch vor 1 die Medizin gegeben. Oder muss ich das in der Stunde von um 1 bis um 2? Wahrscheinlich schon. Ich habe keine Ahnung. Was war das für Geräusch? Sie haben doch nichts vergessen, oder? Okay, ja. Listen to this. Okay, das letzte Ding. Die Kerzen. Okay, das hat die Kraft, sich in einem Gebiet zu manifestieren. Wahrscheinlich durch Kerzen. Ich muss die auspusten. Alles klar. Es nimmt sich quasi von überall Energie. Alles klar. Gut. Also. Kann jetzt noch das Licht flackern? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die andere, die braucht doch aber keine Medizin. Da muss ich mir jetzt bitte keine Sorgen machen, oder? Mach das zu. Jetzt überall das Licht aus. Das letzte, haben sie gesagt. Das muss ich löschen. Ich gehe hier erst ran. Ich höre nichts. Also sage ich auch nichts. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Dann tut's mir natürlich leid. What the fuck war das? What the fuck, da war irgendwas. Oh Gott. Die Kerzen sieht man schon relativ eindeutig, richtig. Ich habe Angst, den ersten Bathroom nicht gecheckt. Ist mir gerade so eingefallen. Es sind überall die Fenster offen. Das... Okay, Tür zu. Augen zu. Und durch. Ich glaube, das war's. Die schläft. Die soll auch schlafen. Ist gut, wenn sie schläft, dann kann sie zumindest nicht rumwandern. Hier ist auch das Fenster offen. In der Küche noch irgendwie was? Nein. Ich mach alles zu. Hier flackert auch nichts. Okay, gut. Vor nur noch die Badezimmer nochmal checken. Ich glaube, das erste. Und dann sollte ich durch sein. Nee, hier ist nichts. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das wäre peinlich. Es ist nicht so viel zu tun. Es ist aber auch nicht so schwierig wie gedacht. Man muss es nur richtig einordnen dann im Falle des Falles. Hier steht gar nichts mehr drauf. Ist es jetzt die letzte Etappe tatsächlich? Ich habe keine Ahnung. Der Strom ist komplett aus. Wahrscheinlich gute Maßnahme. Gut, wir bereiten uns vor. Auf die vermeintlich letzte Stunde? Wer weiß es schon. Ich bin auf jeden Fall excited. Okay, was sagt ihr denn? Gar nichts. Übelst spannend. Ich liebe so eine Vorbereitungs... Das ist ja auch so ein bisschen Home-Invasion-Style. Man bereitet was vor und dann passiert was und dann guckt man, ob es richtig ist. Das finde ich cool. Das macht irgendwie Fun. Es ist 3 Uhr. Fenster zu. Fernseher aus. Kein Licht flackert. Alle Telefone wurden korrekt beantwortet. Alle Kerzen sind aus. Und dann ist es angekommen. Die Tür ist doch zu, oder? Ich habe die doch zugemacht.
Und Miss Tammy ist doch in... Ja, ist zu. Ist doch in ihrem Zimmer hoffentlich. Ich glaube, wenn sie stirbt, habe ich verloren. Alles klar, das war's. That's it. Right? Habe ich gewonnen? Ich bin mir nicht sicher, ob es noch eine Nacht gibt. Okay, was denn jetzt? Was jetzt? Es geht weiter? Ich muss nochmal? Oh, ich muss das jetzt jede Nacht wiederholen. Das ist hier. Richtig? Es ist hier auf jeden Fall. Ich höre zu. Ich höre nichts. Say nothing. Alles klar. Okay, das ist korrekt hier alles abgelaufen. Hab ich irgendwas gesehen? Bin mir gerade nicht so sicher. Okay, Badezimmer. Okay, alles cool. Ich darf nur hier nichts verwechseln, ey. Alles klar. Also, dass ich möglichst alles irgendwie mitnehme. Gut. Fenster zu. Und hier flackert das Licht. Also, machen wir unsere Augen kurz zu. Sollte reichen, ja. Ich weiß nicht, wie lang. Halt kurz. Hier ist keine Kerze und nix. Fenster offen. Hab ich hier aufs Fenster geguckt? Ja. Ich hoffe immer, dass mir sowas nicht... weiß ich nicht, dass ich nicht versuche irgendwie mich auf mein Erzähltes irgendwie zu konzentrieren und dann vergesse ich hier die Hälfte. Aber wo Hälfte? Ich bin bei der Hälfte der Zeit. Ist das Fenster noch offen? Da ist kein Fernseher und auch keine Kerze. Küche. Kühlschrank. Ist auch nichts. Hat sie auch gesagt. Licht flackert nicht. Okay. Ich hoffe, ich bin vorbereitet. Das ist alles nicht so schwer, tatsächlich. Ich guck mal noch hier rein. So, just for... Einfach nur, um sicher zu sein. Gut. Ich glaube, das war's. Viertelstunde noch. Oh, ich kann da drauf tippen, um das schnell... Ach so. Das habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Fenster zu, Fernseher aus, kein Licht auf Lackert, Telefone, Kerzen. Dann ist es angekommen. Ja, und das muss ich jetzt noch ein paar Stunden aushalten. Richtig? Weil um 4 geht jetzt auch noch nicht die Sonne auf. Weiß nicht. In der Sommerzeit dann irgendwann dann schon, aber... Das wird so, wie es ist, verschwinden. Ja, genau. Gut. Alright. Das war korrekt. Jetzt tauschen wir wieder. Irgendwas wird noch mit der Tammy sein. Mit diesem Axolotl-Ding. Das Telefon hat eben geleuchtet. Ich höre schon wieder Fernseher. Warum ist da... Oh, da ist eine Kerze. Ich habe mich jetzt gefragt, warum da rot ist. Die schläft immer noch. Ist doch wer! Alter, das ist übel spooky! Oh mein Gott! Das ist doch die Ratte, oder? Come on! Das ist doch der Typ! Ich weiß nicht, oder das ist der Demon! Oh, keine Ahnung! Das ist wirklich schlimm, ey! Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich spur mal vor. So, es ist 5 Uhr. Fernseher aus, Licht, Phones, Candles. The sun began to rise. Okay, der Dämon konnte nicht in dieser Welt bleiben. Alles klar. Und jetzt, Dr. Ada und Nurse Morton haben überlebt. Wir sind sicher. Wie krass! Ich wünschte mir, es hätte jetzt zum Schluss noch ein bisschen Abwechslung gegeben, so gameplaymäßig. Aber rein konzeptuell fand ich das sehr cool. Okay, zwei Leute sind verschwunden. Investigationen, also Ermittlungen wurden aufgenommen. Die wurden aber ja korrumpiert durch Vermanders Einfluss. Okay, der hat also darüber hinaus, also der hat nicht nur Geld, sondern auch Macht gegenüber dem Gesetz. Alles klar.
Ada und Morten wurden verurteilt, und weil die was mit den verschwundenen Leuten zu tun haben sollen. Das ist natürlich krass, kannst ja keinem was von Dämonen erzählen, Alter. Okay, krass. Heftig. Okay, alles klar. Alles klar. Hannah ist auch irgendwann verschwunden. Okay, gut. Das war The Worm in the Curse. Cooles Setting, coole Idee. Gameplay-mäßig ein bisschen, man hätte das alles kürzer machen können, dafür, also für wie viel Zeit geboten hat. Weißt du wie? Aber gut, ist okay. Es gibt bestimmt noch ein anderes Ending, aber dazu musste ich jetzt alles nochmal spielen. Und das ging jetzt hier fast, eine Dreiviertelstunde so. Ich habe jetzt aber nicht mehr so viel Zeit. Gucken wir mal, wahrscheinlich gibt es da noch einen anderen Dialog oder so. Wenn alle überleben, mit Sicherheit. Okay, ihr Lieben, dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schaut gerne mal auf dem Drittkanal vorbei.